Ja, ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Lufia and the Fortress of Doom. So, wir waren das letzte Mal bei diesem Schalter hier stehen geblieben. Und ich weiß nicht, ob ich es im letzten Part schon erwähnt hatte, aber die drei oberen Schalter hier, die leiten uns mit dem Teleporter zu verschiedenen Punkten hier im Turm, wo es noch Truhen gibt. Und wir fangen mal an mit dem rechten Switch. Und damit stehen wir hier. Das hatten wir beim Hochkraxeln im Turm gesehen. Falscher Knopf. So, Betäubepfeil. Heißt das nicht Betäubungspfeil? Ist egal. Ist mir im Spiel noch nie aufgefallen. So, das Problem an der ganzen Sache. Ich muss mich jetzt hier nach unten fallen lassen und wir sind am Anfang des Turms. Das heißt, ich muss jetzt den ganzen Weg bis an die Spitze, bis zu den Schaltern, natürlich wieder zurücklaufen. Ja, ist jetzt nicht so geil, das machen zu müssen, da uns auch einige Kämpfe erwarten werden, genau wie die beiden hier zum Beispiel. Aber ja gut, was soll's. Ist halt so, ne? Und ja, ich würde auch einfach sagen, ich mache jetzt den Kampf hier noch. Und den restlichen Weg habt ihr ja bereits gesehen. Da steckt Maxim sogar noch einen Level auf. Auch nicht schlecht. Ja, ich würde sagen, ich schneide das dann raus. Und wir sehen uns dann bei den Schaltern wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Und der Schalter hier ist dazu da, die Switches zurückzusetzen. Und genau das machen wir jetzt. Und wir drücken jetzt mal einfach gar keinen. Und tada, wir sind auf der anderen Seite. Und hier ist ein Wunderkraut. So, und jetzt große Überraschung. Wir dürfen den ganzen Weg noch mal laufen, aber keine Angst, das ist das letzte Mal, dass wir durch den ganzen Tower müssen. Beim nächsten Mal müssen wir dann nicht ganz so weit laufen. Und apropos nicht ganz so weit laufen, nach ganzen zwei Schritten in den Kampf ist auch nicht so pralle, Lufia, ne? Aber egal. Gut, Leute, dann würde ich sagen, einen Drachenpfeil, na nice. Wie beim letzten Mal, wir sehen uns dann bei den Schaltern. So, auf ein neues sind wir hier und, soweit ich weiß, fehlt jetzt nur noch eine Kombination. Nämlich erstmal ein Kampf. So. Ach so, ist eh weg, okay. Ach, Tornado ist ja auch Wind, nicht Wasser. Gut, das war jetzt nichts mit dem Blitz. Alles klar. So, und zwar die zwei hier. Ein Wunderkraut. Vorsicht, noch nicht in das Loch hier fallen. So. Nice, oder? Eine richtig schöne Schatzkammer. Powerboost. Wunderkraut. Kampf. Strudel. Ah. Jetzt haben wir Wasser. So, da sind sie weg. Halt. Wunderkraut. Super Boost. Ich bin überbeladen, okay. Dann verwenden wir erstmal den Super Boost.
den Power Boost. So. Der kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Ultrapfeile noch nie benutzt. Weg. Köder, keine Ahnung, weg. So. Ich weiß gar nicht, wie viel Wunderkraut wir mittlerweile haben. So. Zauberboost. Seelenboost kriegt sie mal. Und den Turboboost geben wir auch mal ihr. So. Jetzt fallen wir in das Löchlein hier. Und ja, ein letztes Mal muss ich jetzt zu den Schaltern zurücklaufen, wohl oder übel. Diesmal ist es allerdings nicht ganz so weit. Ich würde sagen, wir sehen uns dort. So, ein letztes Mal setzen wir die Switches zurück und diesmal drücken wir den mittleren. Jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, nicht ins Loch fallen. Wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Ich bin Nisby, Vorbote von Daos. Es ist meine Mission, euch ins Jenseits zu befördern. Dann tu das mal. So, der ist eigentlich relativ easy. Und zwar ist er, glaube ich, anfällig gegen Furcht. Achso, die hat's nicht, ne? Das ist schlecht. Ist Pflicht. Na gut, dann greifen wir mit ihr so an. Lufia macht Endzeit. Und Aguru greift so an. Ich muss allerdings aufpassen, denn der hat eine Instant-Death-Attacke. Und er kann, glaube ich, auch Spiegel zaubern.
So, mit ihr könnte ich ja mal... die Windflöte nutzen. Solange noch Gewitter macht, ist alles gut. Wir antworten mit Endzeit. Oh, Dynamit kann er auch. Das ist sowas. Ja, sowas. So, Windflöte, du machst weiter mit Endzeit. Falls er die Instant Death macht, muss ich sowieso wiederbeleben, von daher. Egal. War das Endzeit? Sieht zu wenig ab irgendwie. Na egal. Egal, wir machen einfach mal weiter. Aha, Eissturm. Mal was Neues. So. Windflöte. Allzu viele HP hatte der, glaube ich, gar nicht. Ach, Vulkan kann er auch. Oha. Dann hat er ja doch was drauf. Ich muss noch aufpassen, wenn es dann zu weit runter geht, muss ich mal richtig heilen, dann bringt die Windflöte auch nichts mehr. Oha, das ist die Instant Death, ja. Das war die Instant Death Attacke. So, Akuru holen wir ganz schnell wieder. So geht's nicht, mein Lieber. So. Heilen wir erstmal Lufia. Maxim hält notfalls noch einen Schlag aus. Außer es ist Instant Death natürlich. Dann nicht. So, hier reicht jetzt, glaube ich, erstmal die Windflöte. Ach, das war schön. Okay. Gut, dann brauche ich die gar nicht mehr. 50.000 Erfahrungspunkte. Holy shit. Und da explodieren die Level.
Besiegt von Sterblichen, wie kann ich das nur meinem Meister erklären? Ich weiß, du wirst mein Geschenk sein. Ah, okay. Lufia, alles okay? Nein, sie hat geschrien, Maxim. Das Lufia-Schwert sinkt. Mein Kopf. Ah. Okay. What the hell? Hab ich das getan? Ihre Kraft ist wieder da. Bald ist auch sie zurück. Das war Daos Stimme. Lufia. Achso, das war Maxim. Okay. Maxim, nein, das ist Maxim. Wunderbar, das Lufia-Schwert hat durch unsere Macht deine Erinnerungen zurückgebracht. Daos, wo bist du? Was soll das alles? Was glaubst du, warum ich dich noch nicht zerstört habe? Es ist so, ich gab dir das Lufia-Schwert, um deine Erinnerungen zu wecken. Das kann nicht sein. Es ist die Wahrheit. Kämpfe nicht weiter, vergiss Lufia. Erinnere dich an die Macht der Erim. Hm. Du nanntest Maxim Maxim. Du kennst Maxim, nicht wahr? Bring das Lufia-Schwert zu mir, Erim. Du machst Witze. Lass los. Von Lufias Gedanken. Akzeptiere die Wahrheit. Erim, Höllenfürstin des Todes. Oha. Nein, du lügst. Erim, nimm das Lufia-Schwert und du wirst sie vergessen. Maxim wird mich zerstören. Nur Maxims Blutverwandte sind unsere Feinde. Maxim, ein Feind? Vergiss Lufia, vergiss Maxim, komm zurück zu mir. Maxim vergessen? Daos, töte Maxim, wir haben ihn. Nein, sie hat Lufia noch nicht ganz vergessen. Ein anderes Mal. Gut. Hm, böser Fehler, ne? Ohne das Lufia-Schwert hat er sowieso keine Chance. Was ist passiert? Maxim, alles klar? Ja, Lufia, Jaren, alles okay? Ja. Wo ist Lufia hin? Sie ist weg. Was für eine Feststellung. Maxim, das Lufia-Schwert. Wo ist es? Es ist verschwunden. Meinst du, Lufia hat... Kein Wort mehr, Aguru. Das kann nicht wahr sein. Maxim. Oha. Erim. Willkommen, Schwester. Ich hab das Lufia-Schwert. Okay, gib es mir. Ich hätte dich mit diesem Schwert vernichten können. Das hättest du nicht. Du bist Erim, eine von uns. Jetzt gib mir das Lufia-Schwert. Elendes Schwert, fühle meinen Zorn. Wir sind vereint. Die Welt wird wieder unser sein. Die Regierung des Terrors kehrt zurück. Na, schauen wir mal. Maxim, die Todesinsel bewegt sich wieder. Die fliegt nach Südosten. Okay, hinterher. Von hier? Okay. So, bevor wir dieser Insel folgen, würde ich aber sagen, wir wappen uns erst einmal nach...
Gute Frage, war das Erubus? Ja. Denn, da uns Daos das Lufia-Schwert abgenommen hat, ist Maxim ohne Waffe. Und ich, Held, habe natürlich das Zirkenschwert verkauft. Ja, deshalb werden wir uns jetzt wohl oder übel ein neues Zirkenschwert kaufen müssen. Aber zum Glück haben wir ja genug Geld. So. Ausrüstung Maxim, Zirkenschwert. So. Gut, dann übernachten wir mal noch. Guten Tag, nur läppische 150 Goldmünzen für diese Luxusherberge. Ja, Luxusherberge, ne? Gut. Ja. So, jetzt muss ich mal kurz was schauen. Gut. Die 8 Dracheneier hatten wir ja bereits einmal eingelöst. Die Sache ist bei Lufia, man kann das Ganze dreimal machen. Und damit könnten wir uns noch 2 Machtschilde holen, was ich auch vorhabe. Das Problem ist, die Dracheneier verteilen sich nach einmaligem Einlösen wieder auf die ganze Lufia-Welt in verschiedene Truhen, die wir bereits geöffnet hatten. So, das Ganze ist zum Glück nicht random. Und deshalb weiß ich, wo die sind. Und deshalb warpe ich mich mit Jaren jetzt mal nach Alikia. Hier finden wir das erste Drachenei, theoretisch im Schloss. Und ich gucke jetzt mal, ob das auch so ist. Ich hoffe mal. So, die Frage, wo? Ah ja, da ist die Truhe, genau. So, jetzt war nur die Frage. Wie kam ich da hin? Das war jetzt die große Preisfrage. Glaube. Nope. Aber. Ah, Mann. Dass die auch immer im Weg stehen müssen, ne? Ja. Genau, hier war's. So. Drachenei gefunden. Genau. So. Es gibt jetzt noch verschiedene Locations, wo das Drachenei zu finden ist. Beziehungsweise die Dracheneier zu finden sind. Ich würde aber sagen. Ich mache da einen Zusammenschnitt aus allen Fundorten, denn sonst würde das Ganze wahrscheinlich den Zeitrahmen jetzt sprengen vom Video. Und ich glaube auch nicht, dass ihr das mit ansehen wollt, wie ich hier die ganze Zeit durch die Gegend warpe bzw. fliege. Eins hole ich mal noch, das müsste in Belgen sein. Wenn ich mich recht erinnere.
Moment, hier gab's doch irgendwo. Ach, da unten war das, ne? Okay. Okay, ich dachte, hier hat's eine Höhle gegeben. Ah ja, hier. Ich wollte schon sagen. Genau, hier ist das zweite Drachenei. Und so weiter und so weiter. Die sind nicht alle in Städten versteckt, sondern teilweise auch in Höhlen. Deshalb sage ich, ich werde das Ganze dann zusammenschneiden für euch. Und wenn wir dann die Drachenei noch zweimal gesammelt haben und diese, ja, ich sag mal, Mini-Quest dadurch abgeschlossen haben und zwei Machtschilder noch erhalten haben, dann geht's auch schon ans große Finale. Es kann allerdings sein, dass das jetzt mal ein paar Tage dauert, bis ich das Ganze zusammengeschnitten habe. Das ist natürlich auch viel Arbeit, ja. Also nicht wundern, wenn jetzt erstmal eine ganze Weile nichts von Lufia kommt. Ja, es kann ein bisschen dauern. Gut, dann bedanke ich mich an dieser Stelle bei euch fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal zu Lufia and the Fortress of Doom. Bis dahin, tschüss.